Das Stadttheater, das jetzt schlicht und modern Bühne Baden heißt, entführt ins Hollywood der 40er Jahre. Auf dem Programm steht Andrew Lloyd Webbers Sunset Boulevard, ein Musical nach dem gleichnamigen Film von Billy Wilder. Die Filme sind natürlich auch schon Erfolgsgaranten. Man kennt die großen Titel, man kennt die dramatischen Geschichten, die in den Filmen erzählt werden. Und das eignet sich natürlich auch für die Musicalbühne dann. Es ist die tragische Geschichte einer alternden, vergessenen Diva, die sich in einen jungen Mann verliebt, dessen Karriere sie nicht ganz uneigennützig fördert. In dieser Nacht, die keiner gleicht. Das war ja eine andere Zeit, 30er, 40er Jahre, da gab es ja noch dieses brutale Studiosystem, das gibt es ja heute nicht mehr. Tatsächlich? Ja, es spielt sich im tatsächlichen Leben immer wieder so ab. Nicht umsonst gibt es die Debatte um MeToo. Auch die Themen Isolation und Einsamkeit sind aktuell geblieben oder geworden. Wenn man als Darsteller nicht aufpasst und zu lange weg ist vom Fleck, dann kann es dir schon passieren, dass es schwierig ist, um zurückzukommen in dem Business. Die egozentrische Diva aber kann Maya Hackford sich nach dem Schlussapplaus wieder abschminken. Ich möchte gerne, dass die Norma hier bleibt im Baden, im Stadttheater und nicht mit nach Hause im Bett geht, weil ich glaube, zu Hause werden sie nicht happy mit mir sein, wenn ich solche Extreme hätte. Für eine Frau ist es eine der schönsten Rollen in meinem Alter, weil sie ist natürlich total extrovertiert mit Höhen und Tiefen und du kannst richtig schauspielerisch alles in die Extreme ziehen, was natürlich ein Leckerschmecker ist.